Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Urban und Gabriel am Start mit einem NU Live. Wir sind gerade immer noch dabei, Racks zu kriegen und sind dabei auf den 16. Platz gekommen bis jetzt und haben 2099 Punkte von benötigten 2800, das heißt 700 müssen wir noch schaffen. Und ich meine, wenn wir die 70 Punkte da jetzt auch noch kriegen, um Platz 1 zu werden, dann nehmen wir die natürlich auch noch mit. Natürlich das Team vom letzten Mal. Ich denke, das Team ist sehr, sehr solide. Braucht Sneasel auch nicht wirklich in diesem Suspect. Und ich habe auch zwischendrin ein Team gebildet gehabt mit Sneasel und Galagladi. Allerdings, boah, nee, nehme ich das lieber nicht her, weil das schon einige Probleme hatte auf der niedrigeren Leiter. Ich habe es nämlich mit einem anderen Alt ausprobiert, mit oder irgendwie sowas. So probiere ich neue Teams aus, ob sie relativ einfach durch die untere Leiter kommen, ob sie Probleme haben oder sonst noch was. Um außerdem auch noch ein bisschen reinzukommen. Normalerweise nehme ich da immer den Alt, allerdings ja, ist das gerade nicht möglich, aus dem Grund, da wir im NU Suspect mit sind. Wenn wir verlieren, kriegen wir natürlich Minuspunkte, unsere Call betrifft. Und so weiter. Das wollen wir nicht. Das würde das Ganze nur noch hinauszögern, dass wir eben nicht voten dürfen. Wir haben einen Kampf gefunden gegen Susu Simor. Und so wie ich das sehe, ist sein Team relativ schwach gegen Toxinstachler von unserem Weezing. Deswegen werde ich mit dem mal leaden und sofort einen Stachler für einen Stachler gehen. Falls er allerdings hier mit diesem Mon anfängt, will ich das definitiv verbrennen. Das ist ziemlich meine oberste Priorität, da dieses Rizeros ein wahnsinniger Threat gegen unser Team ist und mehr oder weniger unser Sichlor-Wall. Das möchten wir natürlich nicht haben. Er wechselt in sein Licky-Licky. Das ist von unserer Seite definitiv in Ordnung. Wir können in unser Galagladi wechseln. Eine Attacke halten wir aus. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben effektiv eine Win Condition in unserem Sichlor. Da bin ich mir sicher. Und ja, ein Problem für unser Team wird natürlich sein Sichlor sein. Allerdings haben wir ein Rotom, das mehr oder weniger einmal reinkommen kann und dieses Sichlor eventuell Revenge killen kann. Nicht unbedingt, aber eventuell. Wow, Galagladi soll unser Wechsel sein. Ich setze mal den Timer auf und pausiere, bis er für eine Attacke geht. Natürlich könnten wir auch in unser Sichlor wechseln. Aber das werde ich nicht machen. Bis gleich. Also, er ist direkt für einen Body Slam gegangen und hat leider die Paralyse bekommen auf uns. Na, das ist nicht gut. 46,6% Schaden. Einen können wir also überleben. Und ich glaube, ich will sogar. Ich bin gerade noch fraglich, ob ich für einen CC gehen will oder für einen Zen Headbutt. Da er weiß, mehr oder weniger, okay, er kann mich nicht ausnocken. Ich glaube, ein Abschlapp ist unser bester Zug. Oder er knockt uns aus. Das wäre natürlich die andere Variante. Was ich jetzt machen will, ist sofort in unser Sichlor zu wechseln und am Anfang mal für einen Ruheort zu gehen, um unsere KP wieder aufzufüllen. Ein Body Slam sollte uns hoffentlich nicht paralysieren. Und ich werde auch mal für einen SD gehen, einfach um den Damage zu maximieren. Bitte keine Paralyse. Nice. Danke. Und falls er jetzt in sein Rizeros wechseln sollte, wäre das in Ordnung gewesen. Er geht weiter für Body Slams. Wahrscheinlich denkt er, okay, ich werde keine Vitalglocke auf unserem Togetic haben. Wow, das hat definitiv einiges an Schaden gemacht. Jetzt bekommt er auch die Paralyse. Und einmal werde ich noch für einen Ruheort gehen, während er für einen Wunschtraum geht. Kann er gerne machen. Mich interessiert das aus dem Grund nicht. Wir kriegen wieder die Paralyse ins Gesicht. Auch schön. Ich hoffe einfach mal, dass wir einen Ruheort aufkriegen können. Langsam mal. Dankeschön. Und eventuell nach einem weiteren Schwertertanz jetzt ihn ausnocken können. Das ist gerade unser Zug, falls er wechseln möchte in sein. Er könnte theoretisch jetzt in sein Rhydon wechseln. Das möchten wir verhindern, indem dass wir für einen Käferbiss gehen.
Warum ich jetzt darauf komme, ist einfach der Grund, weil er jetzt sehen sollte, dass es keinen Sinn macht wirklich, dass ich ihn wirklich 1 zu 1 oder 1 gegen 1 besiegen kann. Und er jetzt relativ lange überlegt. Aus dem Grund würde ich jetzt lieber für einen Käferbiss gehen. Er geht allerdings wieder für einen Body Slam. Okay. Ist uns relativ egal. Wir gehen jetzt erstmal für einen Ruheort, während er für einen Wunschtraum geht. Und gehen bei seiner Tact für einen Schwertertanz. Um dann eben den Damage zu maximieren. Sein Licky Licky auch auszunocken. Mit einem One-Hit-KO. Er geht für eine Heal Bell. Heilt dadurch sein Rizeros. Sein Rhydon, was, ja, kann man machen, kann man definitiv machen. So wie ich das sehe, ist unser Sichlor immer noch unsere Wincon, definitiv. Es schlägt zwei seiner Walls, ist natürlich blöd, dass unser Galagladi gleich beim ersten Body Slam geparalysiert wurde, aber das müssen wir, das werden wir schon überstehen. Unser Togetic kann bei Gurgeist und bei Miss Magius sich erholen. Das ist okay. Wir werden in unser Weezing wechseln, da wir normalerweise wissen, dass Kangama ein Sichlor 1 zu 1 besiegen sollte. Werden sofort für einen Schmerzheiler gehen, um eben diesem Rizeros so viel Schaden wie möglich zu verursachen und außerdem noch HP zurückzubekommen, um eventuell eine weitere Steinkante zu überleben. Wir müssen nur zu 35% kommen. Wir sind schneller als dieses Rizeros. Interessant. Das ist definitiv interessant. Und jetzt werde ich definitiv für eine Giftattacke gehen, die dann hoffentlich zusammen mit dem Gift 24% Schaden machen wird, um eben das Ganze auszulocken. Bitte die Vergiftung bei diesem Miss Magius, die wäre hervorragend gewesen. Allerdings soll uns die anscheinend verwehrt bleiben. Wir wechseln jetzt in unser Togetic, um, oh, eine Sub. Das ist nicht gut. Wir gehen für Defog. Wahrscheinlich wird er jetzt für einen Nasty Plot gehen. Ja, haben wir richtig bekommen. Und ich werde jetzt definitiv in unser Rotom wechseln. Ich glaube nicht, dass er für einen Spukball gehen wird. Nicht jetzt. Er geht für ein weiteres Nasty Plot. Und ich werde für einen Voltwechsel gehen und direkt in unser Hariyama. Was das für uns bringt, er könnte natürlich auch für eine weitere Sub gehen. Was das bringt, ist effektiv, ich hoffe, dass wir eine Attacke überleben und mit einer Double Edge zurückschlagen können. Ich werde allerdings zuerst für ein Fake Out gehen. Wow, 69. Auf 69% haben wir ihn runter. Und folgen mit einem Sucker Punch. Failed. Geht diesmal für die Sub. Das ist definitiv der richtige Zug. Ich werde für einen weiteren Sucker Punch gehen. Aus dem Grund, da wir dann mit unserem Rotom eventuell kommen können und ihn ausnocken. Ich werde für einen weiteren Sucker Punch gehen, denn falls er unser Kangama jetzt ausnocken sollte, ist alles in Ordnung. Immer noch. Er überlegt jetzt schon wieder etwas länger. Mein Ziel ist es effektiv gerade sein, Miss Magius so zu schwächen, dass wir mit unserem Rotom reinkommen können und das Ganze dann besiegen. Wow. Da mir das jetzt genug ist, werde ich definitiv für eine Double Edge gehen. Er geht für Substitute. Wollte versuchen, noch ein bisschen mehr HP rauszuschlagen, um uns dann eben hinter einer Sub zu töten. Ergibt das Sinn? Ja, er wollte hinter einer Sub sein, um uns zu töten, genau. Jetzt hat er einige Möglichkeiten. Er könnte in sein Rizeros gehen. Ich glaube, unser bester Wechsel ist auf jeden Fall unser Weezing, egal in was er wechseln möchte. Aus dem Grund, da wir für einen Schmerzteiler gehen können, dieses Sichlor sollte uns auf jeden Fall nicht ausnocken können, falls er in sein Rizeros gehen will, dann können wir selbst mit einem Schmerzheiler noch ein paar HP rausschlagen und eben sicher gehen, dass dieses Rizeros auf jeden Fall in die Jagdgründe eingehen wird. 6% Schaden, wow, das macht überhaupt nichts. So, was wir allerdings jetzt noch machen können, ist, dass wir für einen Toxinstachler gehen, da dieses Rizeros so oder so ausgenockt wird durch das
Toxin. Und wir jetzt effektiv in unser Rotom wechseln können. Selbst wenn er in sein Hariyama wechseln möchte, können wir mit unserem Sichlor trotzdem noch gewinnen. Ich glaube, ich will sogar in unser Sichlor. Nein, unser Rotom ist trotzdem der sicherere Zug. Selbst wenn er, wie ich predicted habe, in sein Hariyama wechselt. Einfach aus dem Grund, da unser Sichlor normalerweise zwei Hits aushalten kann und ein Hariyama selbst mit Eisschlag nicht unbedingt den Schadensoutput hat, um ein Sichlor mit Evolit oder jetzt auch ohne Evoliten zu besiegen. Er verfehlt seine Steinkante, bitte Paralyse nicht. Ja, wahrscheinlich wird er jetzt connecten und uns ausnocken. Können nicht viel dagegen tun. Wie viel hat denn ein Voltwechsel getan? 21% Schaden. Wir wechseln jetzt erstmal in unser Togetic. Hoffen, dass wir eine Attacke überleben können und eben mit einem Tri-Attack so viel Schaden machen, den wir brauchen, um ihn dann zu besiegen. Allerdings wechselt er in seinen Gurgeist. Super. Wir werden in unser Rotom wechseln. Selbst wenn er für Shadow Sneak geht, glaube ich nicht, dass er uns ausnocken kann. Er geht für einen Egelsamen. Das ist definitiv interessant. Ich werde jetzt definitiv für einen Spukball gehen, da wir auf jeden Fall unseren Scarf behalten wollen, um eben sein Sichlor zu besiegen. Falls er jetzt in sein Sichlor wechseln will, dann wird das hoffentlich ein Twit KO, da eine Kehrtwende nicht bei Evoliten-Varianten gespielt wird. Und ein Voltwechsel sollte genug sein, um ein pur offensives ohne HP-Investment Sichlor zu besiegen. Ich hoffe einfach mal, dass sein Hariyama dann... Voltwechsel 21% könnte knapp werden. Dass wir einer Steinkante ausweichen oder überleben. Das ist effektiv unser Zug. Ist ein Twit-KO bei seinem Gurgeist. Will-O-Wisp, interessiert unser Rotom nicht wirklich, da das Gurgeist super schon... Doch, da wir kein Prioritätsdamage auf seinem Hariyama brauchen. Und wir jetzt mit einem Spukball... Wow, das wreckt schon auf, ne? 24% Schaden, das wird schon immer mehr. So, das Gurgeist geht jetzt langsam in die ewigen Jagdgründe und ich hoffe mal, dass sein Hariyama keinen BP hat. Wir werden jetzt in unser Togetic wechseln, um diesen BP eventuell zu überleben. Beziehungsweise eventuell einen Bullet Punch überleben wir auf jeden Fall. Falls er für eine Steinkante gehen will, dann ist das definitiv auch in Ordnung von unserer Seite. Wir werden jetzt definitiv für einen Tri-Attack gehen. Falls er in sein Sichlor wechselt, was er auch gerade macht, hoffen wir, dass wir einen... Nice! Eine Verbrennung! Das ist hervorragend. Wir gehen erstmal für eine Roost und können ihn somit jetzt ausstallen. Nice. Nice. Ein weiteres Aeroass sollte wieder nicht genug sein, um uns auszunocken. Das ist hervorragend. Eine weitere Roost natürlich ist unser bester Zug, um eben bei so vielen HP wie möglich zu sein. Ich glaube, jetzt für Tri-Attack zu gehen, ist unser bester Zug, falls er in sein Hariyama wechseln will, okay? Falls er mit seinem Sichlor drin bleibt, ist das auch gut. Wir knocken sein Sichlor auf jeden Fall aus und er gibt auf, da er keinen BP auf seinem Hariyama hat. Wow! Die Verbrennung hat uns definitiv geholfen. Die hat uns das Spiel gewonnen. Allerdings rechne ich die Verbrennung einfach mal als Wiedergutmachung für die Paralyse beim ersten Versuch von unserem Galagladian. Vom Hex-Technischen her. Ich tue jetzt noch ein weiteres Spiel und bin gleich wieder da. Ja, hier sind wir wieder im Kampf gegen Natural Talents. Wow. Das ist ein sehr, sehr angsteinflößendes Team. Und ich bin mir nicht ganz sicher, mit was ich leaden will. Ich glaube, dass unser Sichlor in diesem Battle recht viel Schaden machen wird, ja. Mit was ich aber anfangen will, ist, glaube ich, unser Kangama. Um ein Fake-Out bei
jedem Pokémon, das er wirklich hat, aufzukriegen, falls er in sein Müll-Pokémon wechseln will, ist das für uns auch in Ordnung. Wir kriegen ein Erdbeben auf. Auch wenn er das kleine bisschen Rocky Helmet Damage Schaden auf uns aufkriegt, können wir doch für ein Erdbeben gehen. Dieser eine Stachler soll uns mal egal sein. Jetzt predikte ich ehrlich gesagt, dass er in sein Selfe wechselt. Und werde aus dem Grund in unser Togetic doublen. Oder in sein Pinsel. Sein Pinsel ist definitiv auch ein Pokémon, wo ich sagen kann, okay, es ist in Ordnung. Ich werde definitiv für ein Auflockern gehen, um eben von diesem Stachler abtrünnig zu werden, da unser Kangama und unser Galagladi auf einen Timer setzt. Und eines dieser Puppen brauchen wir auf jeden Fall für sein Sneasel oder eben unser Sichler bei vollen HP. Das wäre die andere Möglichkeit. Er geht für Steinkante, die überleben wir natürlich souverän und können sofort in unser Smogmog wechseln und sofort für ein Irrlicht gehen, oder? Ein Irrlicht ist definitiv die beste Wahl jetzt gerade. Falls er eben in seinen Garbodor wechseln will, kriegen wir das auch auf einen Timer. Außerdem kriegen wir jetzt selbst einen Toxinstachler von uns auf. Und das ist ehrlich gesagt hervorragend. Will ich einen weiteren Toxinstachler? Nicht wirklich. Was ich aber will, ist definitiv einen Wechsel in unser Rotom, um eben, okay, diesen Double hatte ich nicht predicted. Allerdings hatte ich gemeint, dass er seinen Garbodor opfern möchte, um dann eben in sein Alpollo zu doublen. Das war ehrlich gesagt die Prediction, die ich gemacht hätte. Vielleicht meint er nicht, dass wir gescarved sind und bleibt drin. Er will nur zurück in seinen Garbodor doublen, um dann eben die Toxinstacheln auch zu essen. Das ist von unserer Seite aus ebenfalls in Ordnung. Was wir jetzt machen werden bei diesem Sneasel, ist in unser Smogmog zu wechseln bei einem Abschlag. Er doubled allerdings in sein Juxi. Ich glaube, das Juxi ist das einzige Pokémon, bei dem ich sage, okay, unser Togetic könnte eventuell eine Attacke aushalten. Obwohl ich fast glaube, dass wir die Tarnstellen nicht mehr von unserem Feld bekommen. Er geht für eine Sub. Und das ist hervorragend für uns. Da wir eben für ein Defog gehen können. Wir haben ein Pokémon, bei dem wir sagen, okay, es besiegt dieses CM Juxi 1 gegen 1. Und das ist unser Sichlor. Selbst nach 2 CMs sollten wir in der Lage sein, immer noch, eben dieses Juxi zu besiegen. Ein Psychoschock macht 32% Schaden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich schätze mal, dass er geht für ein weiteres CM. Okay, das ist interessant. Definitiv. Und nach einem Schwertertanz sollten wir in der Lage sein, dieses Juxi hier auszunocken mit einem Käferbiss. Jetzt habe ich natürlich damit bewirkt, dass unser Sichlor keine Wincon mehr ist. Aus dem Grund werde ich das Sichlor auch jetzt hier gegen dieses Sneasel opfern mit, während es für einen Eissplitter geht. Ich bin einfach mal so frei gerade, in unser Kangama zu wechseln und sofort für eine Double Edge zu gehen. Vielleicht meint er, dass wir overpredicten und, glauben, dass ein Fake-Out gegen ihn wirkt und er vielleicht in irgendwas rausdoubelt. Was er auch macht, er wechselt in sein Pinsir. Allerdings können wir das Er könnte für Tarnsteine gehen. Ich habe mal für eine weitere Double Edge. Tarnsteine ist tatsächlich der Zug, den er wählt, was für uns definitiv in Ordnung ist. Ich versuche gerade unsere Wincon herauszufinden. Ich glaube, ich werde auch jetzt sofort für eine Double Edge gehen. Vielleicht hat er einen Sucker predicted.
Ich weiß es nicht, ich werde nochmal für eine Double Edge gehen. Es ist unser sicherster Zug gegen sein Alpollo hier. Und nicht für Sucker Punch zu gehen, denn wenn er eine freie Sub hat, dann kann er unser Kangama töten. Ich glaube nämlich, das macht nicht ganz 50% Schaden von ihm. Ich werde einfach weiter für Double Edges gehen. Ich glaube, wir überleben das. Okay, ich lag falsch. Ich lag definitiv falsch. Werde jetzt in unser Rotom wechseln und dann mit einem Voltwechsel dieses Alpollo auszunocken. Er wechselt in sein Sneasel, das ist hervorragend für uns. Da wir jetzt in unser Galagladi wechseln können. Und sofort mit einem CC dieses Sneasel auszunocken. Falls er in sein eigenes Galagladi wechseln möchte, okay, gut. Das ist definitiv in Ordnung mit uns. Er wechselt in sein Haunter, das ist auch okay mit uns. Was wir jetzt machen werden, ist unser Togetic zu opfern. Ich hoffe mal nicht, dass er für eine Sub geht. Er geht für eine Sub, das war ein ziemlich guter Zug von ihm. Und was mache ich jetzt? Mit unserem Rotom werde ich definitiv für einen Voltwechsel gehen, da wir das Rotom gegen sein Galagladi brauchen. Und ich glaube, ich muss in unser Smogmog wechseln, da unser Galagladi keinen Spukball aushalten kann. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich jetzt in unser Rotom direkt wechseln soll, allerdings hätten wir danach keinen Konter mehr gegen sein Alpollo gehabt. Sein Team stirbt natürlich auch bei Stealth Rocks. Einfach. Zwei Weake und keinen Spinner oder Defogger. Das ist natürlich auch heftig für ihn. Ich glaube, ich werde in unser Gallade wechseln, um einfach eventuell einen Spukball zu überleben. Falls wir nicht einen Spukball überlegen, dann wäre das eh Geschichte mit uns gewesen. So, jetzt kommt es effektiv auf die 50-50s an. Sollen wir für einen Nahkampf gehen oder für einen Zen-Kopfstoß? Oder für einen Abschlag? Oder für einen Schattenstoß, um eben zu predikten, dass er drin bleibt? Diese 1-4 Chance. Nicht jedes Galagladi hat Schattenstoß. Deswegen werde ich mal dafür gehen und kriegen es sogar dieses Mal richtig. Und sein Alpollo geht von uns. Er wechselt in sein Sneasel. Das ist in Ordnung mit uns. Wir wechseln jetzt in unser... Oh, nice, ein Double von ihm in sein Galagladi. Okay, das ist definitiv cool. Ich glaube, dass sein Sneasel der größere Threat ist von beiden. Aus dem Grund werde ich jetzt zurück in unser Galagladi wechseln. Während er wahrscheinlich für einen Abschlag geht oder für einen Zen-Kopfstoß. Das ist natürlich auch ein guter Zug von ihm. Werde jetzt in unser Rotom wechseln. Und direkt für ein Irrlicht gehen. Da ich glaube, dass er direkt in sein Sneasel wechseln will. Also diesen 50-50, entweder Spukball oder Irrlicht, der wird jetzt das Spiel entscheiden. Ich gehe für das Irrlicht, dass er wechselt. Obwohl Spukball vielleicht auch... Nein, Spukball ist der bessere Zug. Generell. Ich glaube, ich werde für Spukball gehen. Knockt sogar sein Galagladi nicht aus. Ich hätte sogar hier für den Mist gehen müssen. Ich kann immer noch hoffen, dass er hier verfehlt. Leider verfehlt er nicht. Wir überleben allerdings, kriegen die Sludgebomb auf und ich glaube, das ist GG. Da sind Sneasel mit einem Abschlag unser Smogmog jetzt töten kann. Nicht! Wow! Wow! Jetzt kommt es wirklich darauf an, ob wir mit einer Sludgebomb dieses Sneasel ausnocken können oder nicht. Oder beziehungsweise ob wir das Toxin kriegen oder nicht. Wir kriegen es nicht. Und das ist GG.
Wow. 1% Survival von ihm. Der Roll hat leider nicht ganz geklappt. Aber meine Güte. GG. Das war ein gutes Spiel. Das war spannend bis zum Schluss. Wirklich spannend bis zum Schluss. Schade, dass wir es nicht gewonnen haben, aber... Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.